Yo Leute, was geht? Im heutigen Video möchte ich, so wie jeden Dienstag mal, mit euch über die neue Eventwoche in GTA Online sprechen, denn heute haben wir einige neue Dinge ins Spiel dazu bekommen, darunter auch noch ein neues Geschenk von Rockstar Games und vieles mehr, somit bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende dran. Jetzt würde ich sagen, wir labern noch nicht ewig herum, lasst aber schnell ein Abo da, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online und Red Dead Redemption 2 zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem, was wir heute neu in GTA Online dazu bekommen haben. Das wären nämlich zunächst einmal zwei neue Fahrzeuge, einmal der Patriot, das ist dieser Hammer, und der Romero, das ist eben dieser Leichenwagen. Beide können wir für einen relativ günstigen Preis auf der Seite von southsanandreassuperautos.com erwerben und dann im LSC tunen. Für den Romero, also den Leichenwagen, sind die Tuning-Optionen allerdings ziemlich traurig. Für den Patriot gibt es ein paar, auch Designs, welche wir zum Teil aber erst im Bunker freischalten müssen durch die Forschung. Doppelgeld und Doppel-RP gibt es diese Woche auf alle Konkurrenzkämpfe und auf den neuen Gegnermodus, den wir letzte Woche bekommen haben, auf Running Back Remix. Zudem bleibt die Beliebtheit in eurem Nachtclub jetzt doppelt so lange erhalten. Das heißt, wenn früher ein Kästchen sozusagen an eurer Beliebtheit abgenommen hat, geht jetzt eben nur ein halbes Kästchen weg. Gehen wir jetzt auch mal direkt weiter zu den Rabatten für diese Woche. Und zwar bekommen wir 25% Rabatt auf den Champagner an der Bar in unserem Nachtclub. Und wenn ihr mal so ein bisschen Unternehmen und gebäudetechnisch aufrüsten wollt, dann gibt es jetzt 25% Rabatt auf alle Nachtclubs mit den Erweiterungen und Renovierungen, auf alle Nachtclub-Lagerhausverbesserungen, auf den Nachtclub Lagerhaus Techniker 50% Rabatt auf alle Hangars und die Gunrunning Vorräte. Wenn ihr euch jetzt passend zu diesen ganzen Nachtclubs anziehen wollt, dann bekommt ihr nochmal 25% Rabatt auf alle Kleidungsstücke aus After Hours. Aber was bringt euch denn jetzt das schönste, größte, tollste, teuerste Gebäude, wenn ihr gar nicht erst hinkommt? Und auch daran hat Rockstar Games gedacht und gibt uns 25% Rabatt auf die B11 Strike Force, 40% Rabatt auf die Tula, den Pyro, den Laser und dem MTW, 30% Rabatt auf den Fista Comet SR und 30% Rabatt auf den Tyrant. Zudem kommt nochmal 35% Rabatt bei dem Nero. Und ich hatte am Anfang ja schon ein Geschenk angesprochen und das wäre diese Woche das Omega-T-Shirt. Loggt euch einfach diese Woche einmal in GTA Online ein, das heißt einfach einmal online gehen, einmal eine Online-Lobby betreten und schon habt ihr das Omega-T-Shirt in eurem Kleiderschrank gespeichert. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch diese ganz speziellen T-Shirts in GTA Online sammelt und somit habt ihr diese Woche wieder die Chance, eins dazu zu bekommen. Das war jetzt die gesamte neue Eventwoche in GTA Online. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video so wie immer gefallen hat und ihr einfach mal das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten würdet. Zudem würde es mich extrem freuen, wenn ihr das Video mal mit all euren Freunden auf WhatsApp, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, ja okay, da jetzt eher weniger, auf jeden Fall mit all euren Freunden teilen würdet, denn wir sind kurz vor den 67.000 Abonnenten und es wäre geil, wenn wir die in den nächsten paar Tagen erreichen würden. Also Leute, wenn ihr den Kanal supporten wollt und voranbringen wollt, dann teilt das Video mal mit all euren Freunden überall, wo ihr so aktiv seid. Auf jeden Fall bin ich jetzt an der Stelle mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Dienstag. Haut rein, bis bald und Peace.